So. Also, es ist nur noch dieses klare, reine Nichts. Nichts in dem Sinn, keine Erklärung, keine Benennung, keine Beschreibung, keinen Namen, kein Denkvorgang, einfach nur noch nichts. Das Nichts, das sogar den tiefen Schlaf wahrnimmt, das Nichts, in dem alles erscheint. Durch dieses Nichts ist zur gleichen Zeit auch alles. Also auch das Denken, die Bilder, die Erinnerungsbilder, die du vorhast, all das, was du jetzt wahrnimmst, gerade jetzt in deinem Raum, all dies ist auch nichts. Nichts ist alles. Völliges, hundertprozentiges Hiersein. Reinste Wahrnehmung. So. Ich glaube, der Navi Frank Gerd hat das Internetkabel gefressen. Nein, er ist wirklich, kann euch sagen, er ist nicht mal in der Nähe des Kabels. Okay. Fein, Uwe. Ja, also wie gesagt, ihr habt schon gesehen, es fällt hier das Ustream auf einmal aus und dann versuche ich reinzukommen. Also sollte es geschehen, dass das Bild weg ist, kein Ton und wir haben uns nicht verabschiedet, gebt mir noch ein paar Minuten Zeit. Es ist jetzt gleich 9. Und sollte es noch irgendwelche Fragen oder irgendwelche Erfahrungen geben, die ihr gerne mitteilen wollt oder in den Chat schreiben möchtet, dann bitte. Ansonsten würde ich mal sagen, treffen wir uns übernächsten Samstag. Den nächsten Samstag geht sich keine Live-Sendung aus. Da bin ich in Wien, habe dort Satsang beim Internationalen Satsang-Festival. Dort seid ihr natürlich recht herzlich eingeladen. Da gibt es noch Karten. Es gibt ein Zweitageskarten. Ihr könnt auf der Internetseite nachsehen. Gebt einfach in Google rein International Satsang Festival Vienna und dann kommt ihr schon auf die Homepage. Dort habt ihr die ganzen Infos, da könnt ihr die Karten bestellen oder ihr kommt hin und kauft die Karten dort vor Ort. Schön. Gut, dann möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr dabei geblieben seid, auch wenn es ab und zu hier Störungen gegeben hat, dass das Bild ausgefahren ist, dass keine Live-Verbindung zustande gekommen ist für eine gewisse Zeit und ihr trotzdem nicht gleich weggeschaltet habt. Das ist sehr lieb. Danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend und ich freue mich schon wieder mit euch zusammen zu sein. In dem Fall, das müsste der 2. November sein, wieder hier beim JetzTV. Ja, schön. Uwe, Eko da, danke für euer Dabeisein. Danke an alle anderen, die zugehört haben, dabei gewesen sind. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal und bis jetzt.